Im heutigen Quick-Tipp zeige ich dir, wie du deiner Snare-Drum und deiner Bass-Drum mittels EQ mehr Wumms verleihen kannst. Und wir starten genau jetzt. Jeder möchte in seiner Produktion eine durchsetzungsfähige, knallige Snare-Drum und eine Bass-Drum, die du auch noch in der Magengrube fühlen kannst, weil diese beiden Instrumente sind einfach das Rückgrat einer jeden modernen Pop- und Rockproduktion. Allerdings wird dabei meines Erachtens viel zu schnell zu einem Kompressor gegriffen oder eben zu einer Wunderpille wie zum Beispiel einem Transient Designer. Dabei kannst du schon mit einer einfachen EQ-Bearbeitung extrem viel mehr aus deiner Snare oder eben Bassdrum rausholen. Allerdings musst du dazu ein paar Frequenzbereiche kennen, die deiner Bassdrum und deiner Snare-Drum richtig gut tun können. Welche das sind, zeige ich dir jetzt. Okay, wir sind im Projekt und hören, so wie immer, erstmal rein. Okay, wir haben gesagt, wir wollen uns um Kick und Snare Drum kümmern und die klingen jetzt hier schon, wenn wir das Drum Kit hier mal solo anhören, schon ganz ordentlich. Ich mach mal den Hall hier noch aus. Klingt schon ganz ordentlich so jetzt im Drum Kit. Ich habe hier nur einen Kompressor drauf liegen, aber ich bin mir sicher, wir können da noch ein bisschen mehr holen. Und du siehst, ich habe hier sonst nichts, keine Effekte in den Kanalzügen von den einzelnen Trommeln liegen. Fangen wir mal an mit der Kickdrum und ich lade hier mal einen neuen Channel EQ rein. Und jetzt geht es hier um Folgendes, wie können wir die Kickdrum hier einfach fetter machen, so wie ich es im Intro gesagt hatte. Zunächst mal ist es hier ganz gut zu wissen, welche Frequenzen hier man ungefähr kennen sollte bei einer Bassdrum. Ich weiß, jetzt wird es wieder ganz gefährlich, weil viele sagen, okay, jedes Instrument ist individuell und da kannst du überhaupt keine Frequenzbereiche festlegen. Aber ich sag mal vorsichtig, du kannst so eine grobe Richtung zumindest festlegen, wo was zu finden ist. Also wo ist das Anschlagsgeräusch zu finden, wo ist der Body zu finden, wo ist im Low-End der Wumms zu finden. Solche Dinge kann man so ein bisschen festlegen. Und das wollen wir jetzt mal machen. Zunächst mal, wenn ich anfange zur Reihenfolge, so ein Instrument hier mit EQ zu bearbeiten, suche ich immer erst nach schlechten Frequenzen, beziehungsweise nach Frequenzen, die mir nicht so gut gefallen und versuche die abzuwenden, also subtraktive EQ, und dann erst versuche ich anzuheben. Das heißt, ich lasse jetzt mal solo laufen, was ich jetzt in diesem Tutorial auch ein bisschen exzessiver machen werde als sonst, einfach damit du hörst, was genau passiert, wenn ich hier die Snare Drum und die Kick hier gleich mit EQ bearbeite. Ansonsten würde ich solo nicht so viel abhören. Okay, nur damit du das weißt. Ich suche jetzt also nach schlechten Frequenzen, nach Frequenzen, die mir unangenehm auffallen zunächst mal. Und ich hebe hier auch nicht so extrem an, wie das gezeigt wird. Also so eine extrem hohe Frequenzkurve mit geringer Filtergüte oder Frequenzanhebung. Weil ansonsten hebst du Frequenzen an, und die so laut normalerweise niemals wären, und damit veräppelst du eigentlich nur deine Ohren. Das heißt, ich hebe moderat an und schaue einfach mal durch, ist da irgendwas, was mir nicht gefällt, was ein bisschen dumpf klingt zum Beispiel. Und dann sweep ich durch und mache da auch keine Wissenschaft draus, ja. Hörst du, das ist oh, 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 dieser komische O-Sound, das ist ein bisschen störend, ist ganz gerne hier um die 400, 460 sind es jetzt, die hebe ich ein bisschen ab und damit ist die Sache auch schon erledigt. Also ich mache, wie du siehst, keine Wissenschaft draus. So, jetzt gehen wir mal an die Frequenzen, an die man sich so ein bisschen halten kann. Bei der Bassdrum sind es zunächst mal so zwischen 2 und 5000 Hertz, da kannst du das Anschlagsgeräusch ein bisschen besser rauskitzeln. Das Problem sehe ich jetzt bei dieser Bassdrum gar nicht so, aber ich zeige es dir einfach mal. Also versuchen wir mal hier, ob wir hier den Kick, also wenn den Klick, Entschuldigung, wenn der Schlägel auf das Bassdrumfeld schlägt, ob wir den hier ein bisschen besser noch rausholen könnten, wenn wir wollten. Hier ist er, ja. Hörst du den Knack, dieses Klicken, so ein leichtes Klicken ist das. Das könnte man hier noch ein bisschen besser holen, das ist zwischen 2 und 5000 Hertz. Muss man jetzt aber hier gar nicht unbedingt machen bei der Bassdrum, finde ich, weil die knackt schon ganz ordentlich, die kommt ganz gut durch. Ich lasse es jetzt trotzdem hier mal so ein bisschen angehoben. Das nächste, was gut ist zu wissen bei der Bassdrum, beziehungsweise Bassdrum EQ, ist, dass die meisten modernen Bassdrums, die heutzutage aufgenommen werden, ich sage wohlbemerkt die meisten, natürlich nicht alle, sind
22 Zoll Bassdrums und die haben ihren Grundton bei ungefähr 85 Hertz. Ja, auch nur grob gesagt, nicht, dass hier wieder schon jemand einen Anfall kriegt. Ja, aber die haben ihren Grundton so bei 80, 85 Hertz. Und da schauen wir jetzt einfach mal rein, beziehungsweise hören mal rein. Ich hebe das mal ein bisschen an und schauen wir, ob wir mal den Grundton dieser Bassdrum hier finden können. Der ist hier. Den höre ich zumindest jetzt raus. Wo waren wir jetzt? Bei 87, glaube ich. Okay, und was man jetzt noch machen kann, das ist auch noch ein Frequenzbereich, der interessant ist, ist, wenn, was ich jetzt hier am wichtigsten finde, dieser Bassdrum fehlt so ein bisschen Wumms, also so ein bisschen Wumms im Low End, ein bisschen Masse, sage ich mal, ja, ein bisschen Schwergewicht. Und das findest du ganz gut bei um die 60 Hertz. Jetzt habe ich hier unten kein Frequenzband mehr frei, außer einem Shelving-Filter, deswegen ziehe ich jetzt eins von hier oben runter. Das ist jetzt auch nicht super professionell, ist jetzt aber egal. Okay, jetzt bin ich hier bei dem. Also bei um die 60 Hertz, wenn du hier anhebst, dann kannst du ganz gut einen ganz guten Wumms rausholen. So zwischen 50 und 60 Hertz. Ich schalte mal den ab, den Grundton hier ab, damit man das hier besser vielleicht hören kann. Ja, also bei um die 60 Hertz versuche ich jetzt mal anzuheben, um mehr Masse zu bekommen. Mhm. Hörst du den Unterschied, wie viel mehr Masse, wie viel mehr Gewicht die Bassdrum da auf einmal hat? Ich schalte nochmal aus und dann direkt zu den EQ jetzt hier. Also du hörst auf jeden Fall, da kannst du wesentlich mehr rausholen. Ich brauche jetzt diese Grundtonbetonung hier bei der Bassdrum nicht. Das könnte ich eigentlich auch weglassen, ist hier Geschmackssache, weil die klingt recht gut. Ich habe auch so ein bisschen im Verdacht, dass es ein Sample ist, so gut wie die klingt. Aber ein bisschen an Masse hat es gefehlt und die habe ich jetzt hier über diese 60 Hertz rausgeholt. Ja, nur mit EQ klingt diese Bassdrum hier schon wesentlich besser. Und das gleiche probieren wir jetzt hier mal bei der Snare Drum. Wir hören es auch gleich nochmal im Mix an, dass keiner behauptet, ich mache das hier nur solo. Jetzt hören wir uns mal die Snare Drum an. Hier ist so ein bisschen ein ähnliches Problem, die Snare Drum, ich wollte ja schon wieder sagen, das Snare Drum Sample, ich glaube nicht, das ist auch ein Sample, klingt schon relativ gut, aber hier fehlt so ein bisschen der Grundton, hier fehlt auch so ein bisschen die Masse und das Gewicht. Das versuchen wir jetzt hier auch rauszukriegen, aber ganz nochmal kurz zu den Snare-spezifischen Frequenzen, sehr, sehr grob gesagt. Auch zwischen 2 und 5, so ähnlich wie bei der Bassdrum, kannst du das Anschlagsgeräusch versuchen noch zu unterstützen. Ups. Das wäre ungefähr hier, braucht man bei der Snare Drum jetzt nicht unbedingt. Auch hier suche ich jetzt, hätte ich als erstes machen müssen, nach schlechten Frequenzen. Entschuldigung, schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Break. Also auch hier klingt es ein bisschen hohl. Nehmen wir das so ein bisschen raus. Und was du jetzt vielleicht schon gehört hast, und das war sehr angenehm, das war der, auch der Grundton dieser Snare Drum, den findest du oft bei so zwischen 200 und 300 Hertz, grob gesagt. Den haben wir jetzt hier schon gehört. Ich hebe hier nochmal an und da können wir das Bauchige, auch hier diese Masse, das Bauchige, das Volumen aus der Snare Drum rausholen. Das hören wir uns auch nochmal, suchen wir auch nochmal hier.
Hörst du das? Ohne? Mit? Da holen wir Bauch von dir, Snare Drum, aus. Lass ich auch mal hier, ne, kann ich schon, können wir schon 6 dB geben, finde ich. Ich mache ja noch ein bisschen so eine Art Sicherheits-Low-Cut hier, weil da kommt noch ein bisschen Bleed, ein bisschen Übersprechung durch die Toms mit rein. Und dann sollten wir hier schon ganz gut fahren. Okay, machen wir hier auch mal mit und ohne. Also, speziell dieses bauchige Geräusch hier, ja, dieses Gewicht, dadurch bekommt die, durch ihren Grundton, wenn wir den anheben, bekommt die Snare Drum viel mehr Gewicht. Und das hören wir uns mal im Mix an, Bass Drum und Snare Drum mit und ohne EQ-Bearbeitung. Erstmal vielleicht Schlagzeug-Solo. Und EQ an. Also ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ja, ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, nur durch EQ-Bearbeitung, wohlbemerkt. Hier ist noch kein Kompressor mit drin, außer auf dem Drum-Bass hier, aber Kick und Snare einzeln habe ich nicht bearbeitet. Hören wir es nochmal im Mix an, er ist ohne EQ dann mit. Also du hörst viel mehr Gewicht, viel mehr Volumen, viel mehr Masse haben hier Bassdrum und Snaredrum nur durch die EQ-Bearbeitung, durch die gute alte EQ-Bearbeitung. Wenn du dich für das Drum-Mixing allgemein interessierst, dann empfehle ich dir auf jeden Fall dieses Video hier, das unten eingeblendet wird. Da zeige ich dir, wie ich ein komplettes Drum-Kit abmische und welche Plugins ich dafür verwende. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Wenn ja, dann lass mir einen Daumen nach oben oder einen Kommentar da. Und wir sehen uns schon bald wieder beim nächsten Tutorial. Bis dann.